census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Auswahl für Filme aus den 90ern, die den Zuschauern noch lange nach dem Anschauen eine Gänsehaut verpassen werden. Platz 10. Twin Peaks, der Film. Gordon, it's 10:10 a.m. on February 16th. I was worried about today because of the dream I told you about. Wer hätte gedacht, dass dieses Prequel, Sequel bzw. Spin-off eines kultigen ABC-Detektivdramas sich als einer der besten Horrorfilme der 90er Jahre entpuppen würde und dass Cheryl Lee, die ihre Rolle der Laura Palmer aus Twin Peaks wieder aufnimmt, eine der besten Darbietungen in einem Gruselfilm bieten würde. Nachdem er die Serie während der zweiten Staffel wegen kreativer Unstimmigkeiten verlassen hatte, erklärte sich der geliebte surrealistische Regisseur David Lynch bereit, bei diesem Film wieder Regie zu führen. Aber dieses Mal hat Lynch die Dinge auf seine Weise gemacht. Und das merkt man wirklich. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Gordon, I know Coop. Who do you think this is there? Der Film ist ein deutlicher Vorgeschmack auf seinen erzählerisch-experimentellen Ansatz bei der Wiederaufnahme der Serie durch Showtime 2017. In typischer David Lynch-Manier wird es dich in Angst und Schrecken versetzen und dir das Herz brechen. When this kind of fire starts, it is very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. Platz 9. Reservoir Dogs. Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Blue. Mr. Orange. Mr. Pink. Das Regiedebüt von Quentin Tarantino stand zwar im Schatten von Pulp Fiction, der 2 Jahre später veröffentlicht wurde, gab aber Filmliebhabern schon früh einen Einblick in die Fähigkeiten des Oscar-prämierten Regisseurs. Als Teil des Indie-Kino-Booms der frühen 90er Jahre, der die Filmindustrie revolutionierte, widersetzte sich Reservoir Dogs den Klischees der Filmstudios in vielerlei Hinsicht, vor allem in Bezug auf seine verwerflichen Hauptfiguren. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping. Die Bande erfahrener Berufsverbrecher schreckt auch vor extremer Gewalt nicht zurück, um den nicht gezeigten Raubüberfall zu begehen, der die Handlung des Films vorantreibt. Da es niemanden gibt, dem man die Daumen drücken kann und kein einziger moralischer Kompass in Sicht ist, stellt Tarantino die Erwartungen seines Publikums mit Freude in Frage, mit einem spannenden und abschreckenden Effekt. Jay, you can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Platz 8. Misery. It's not gonna hurt forever, Paul, I promise you. Will I be able to walk? Of course you will. And your arm will be fine too. Vielleicht ist es umstritten, aber hat irgendein Filmregisseur eine so konstant gute Leistung erbracht wie Rob Reiner von 1986 bis 1992. Reiners vorletztes Projekt, bevor das ruinöse Familiendrama North von 1994 diese Erfolgsserie zum Erliegen brachte, war die Stephen King-Verfilmung Misery, die vielleicht am besten für Kathy Bates' Oscar-gekrönte Darstellung des verblendeten Fangirls Annie Wilkes bekannt ist. I asked God about you, and God said, I delivered him unto you, so that you may show him the way. Show me the way. Yes. Bates als Wilkes geht mit Paul Sheldon, ihrem Lieblingsschriftsteller, gespielt von James Caan, einige Schritte zu weit. Sie nimmt ihn als Geisel und zwingt ihn, ein Buch zu schreiben, das ihren Forderungen entspricht. Und das ist noch das geringste ihrer vielen Vergehen. You're gonna write a new novel. Your greatest achievement ever. Misery's Return. Misery's Return? I know you didn't mean it when you killed her. Platz 7. Eyes Wide Shut. Did you ever read the Latin poet Ovid on the art of love? Didn't he wind up all by himself, crying his eyes out? Dieses anspruchsvolle psychologische Drama ist der letzte Film des visionären Regisseurs Stanley Kubrick. Tom Cruise und Nicole Kidman sind ein Ehepaar, das in die verstörende Schattenseite von New York City eintaucht. Was folgt, ist eine nächtliche Odyssee von Hedonismus, Ausschweifungen und der Aufdeckung eines Geheimbundes. I love you. Mary, we barely know each other. I don't think we've had a single conversation about anything except your father. Fast noch verstörender als der eigentliche Inhalt, den der Film zeigt, vielleicht die Tatsache, dass sowohl die Ereignisse des Films an einem Abend stattfinden, die Dreharbeiten über ein Jahr dauerten, bis Kubricks Produktion endlich abgeschlossen war. Eine Tatsache, die sogar vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt wurde, das den Film als den längsten Dauerdreh aller Zeiten bezeichnete. Dieser Stanley war ein echter Perfektionist. It's just relax, Alice. This part is making you aggressive. Platz 6. Crash. You recognize her?
That's Gabrielle. She's right outside the door there. Dieser zerebrale, sinnliche, kanadische Thriller war zur Zeit seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes 1996 mehr als nur ein wenig umstritten. Regisseur David Cronenberg war damals eher für seine Körperhorrorfilme wie Die Fliege, Videodrome und Scanners bekannt, sodass die Idee eines romantischen Dramas von Cronenberg den Fans seltsam erschienen sein muss. Glücklicherweise behielt der stets wagemutige Filmemacher McCrash seinen charakteristischen, zutiefst ekelhaften Funken bei. You had sex with all those men in cars? Only in cars? Yes, I didn't plan it that way. Ohne auf alle buchstäblich blutigen Details einzugehen, ist Cronenbergs Adaption von J.G. Ballards Roman aus dem Jahr 1973 schwer zu verdauen. Die All-Star-Besetzung, darunter die amerikanischen Stars James Spader, Holly Hunter und Rosanna Arquette, geht in die Vollen und stellt eine Familie von Symphorophilien dar. Google es oder mach es lieber nicht. Sure, we see this again in slow motion. Closer, I mean. In detail. We can watch another tape. You brought lots of tapes. No, tons. I know this tape. Platz 5. 7. Someone broke into his law firm and bled him to death. Wrote the word greed on the floor. Wenn sich die 7 im Titel des Films auf die 7 Todsünden bezieht, ist es ziemlich klar, dass man nicht gerade von einem fröhlichen Ort ausgeht. Das düstere, verregnete, fast dystopische Setting, die verstörten, traumatisierten Ermittler, der tiefschwarze Neo-Noir von Regisseur David Fincher ist nichts für schwache Nerven. Finchers wahrer Mainstream-Durchbruch, nachdem Alien 3 ein paar Jahre zuvor gefloppt war, ist 7 ein echter Gänsehautfilm, der auf den unverwechselbaren Filmstil des zukünftigen Oscar-Nominierten zurückzuführen ist. Natürlich ist das starke, verworrene Drehbuch von Andrew Kevin Walker das Rückgrat des Films und die gegensätzlichen Hauptdarsteller Brad Pitt und Morgan Freeman unterstreichen die spürbare Spannung und machen sie real. Hat eine solch düstere, erschütternde Handlung jemals zu so vielen Memes geführt? I saw you with a box. What was in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? Platz 4. Natural Born Killers. When them people come here and they ask you who done this, you tell Mickey Mallory Knox. Alles in allem ist es nicht schockierend, dass es mehrere Filme auf unserer Liste gibt, die Quentin Tarantinos unverwechselbare Handschrift tragen. Unter der Regie von Scarface-Drehbuchautor Oliver Stone, der das Originaldrehbuch von Tarantino zusammen mit David Wellers und Richard Rutowski umgeschrieben hat, ist Killers ein überdrehter Actionfilm, der gleichzeitig eine bitterböse, bissige Gesellschafts- und Kultursatire ist. After that, there was just no stopping Mickey and Mallory. They tore up the countryside with their vengeance right out of the Bible. Stones Film löste bei seinem Erscheinen einen heftigen Diskurs aus und wurde wegen seiner grafischen, exzessiven Gewaltdarstellung heftig kritisiert. Es ist schwer zu leugnen, dass Natural Born Killers ein raffiniert gemachter, höchst unterhaltsamer Shoot'em-up ist, der etwas zu sagen hat. Die Art und Weise, wie die Botschaft zum Ausdruck kommt, mag jedoch etwas anders sein. Rattlesnake took a chunk at us ways back and me and my wife are pretty sick. Could be dying, you never can tell about these things, so. Platz 3, Funny Games. Wie sind Sie denn reingekommen? Vorne, ich meine unten am Strand. Aber Sie sind doch gar nicht nass. Da ist ein Loch im Zaun. Beim Wasser, also ich meine nicht im Wasser. Fred kennt. Dieser zutiefst erschütternde Meta-Kommentar von Regisseur Michael Haneke ist, und das ist keine wissenschaftliche Einschätzung, die Lehrbuchdefinition eines Feel-Bad-Movies. Hanekes unorthodoxer Slasher-Film ist umso wirkungsvoller, weil er die Konventionen des Genres aufspießt und sich sogar weigert, sich auf ein einziges Genre zu beschränken. Die schonungslose Brutalität von Funny Games wird durch seine rein bösen Antagonisten mit den harmlosen Namen Peter und Paul unterstrichen. Raus! Ihre Frau unterliegt einem Irrtum. Bin sehr froh, dass Sie da sind. Sie können uns sicher helfen, dieses Missverständnis aufzuklären. Bitte, Georg! Dieser österreichische Kultklassiker wird dich dazu bringen, nicht nur die Realität des Films zu hinterfragen, sondern auch deine eigene. Haneke scheint sein Publikum zu provozieren, sich zu fragen, was sie von Filmen wollen und warum wollen sie es dann. Es geht nichts über eine kleine existenzielle Krise, um Funny Games herunterzuspülen. Für mich war das erfolglose Betteln um die Eier ziemlich unangenehm. Demütigend eigentlich. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Aber das lohnt sich doch eigentlich überhaupt nicht. Diese ganze Prozedur wegen einer Schachtel Eier. Platz 2. Das Schweigen der Lämmer. Did you do all these wrongs, Doctor? Ah. That is the Duomo scene from the Belvedere. Do you know Florence?
Dieser Oscar-Gewinner von Film hat Hannibal Lecter zwar nicht als erstes auf die Leinwand gebracht, diese Ehre gebührt Michael Manns Manhunter von 1986, aber er hat den in Ungnade gefallenen, menschenfressenden ehemaligen Psychiater zu einem Begriff gemacht. Und was ist noch beeindruckender, Anthony Hopkins' berühmteste Figur ist nur knapp 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen. Und dennoch wirft seine Anwesenheit, manchmal auch sein Fehlen, einen unheilvollen Schatten auf das gesamte Geschehen des Films. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Es ist der einzige Horrorfilm, der jemals die höchste Auszeichnung der Academy erhalten hat. Und er war es der dritte Film, der die Big Five Awards der Academy gewonnen hat. Das spannungsgeladene, viszerale Meisterwerk des legendären Regisseurs Jonathan Demme ist nicht nur ein pulsierender, spannungsgeladener Thriller, es ist auch eine nachdenklich stimmende, wenn auch kontroverse Meditation über systemische Ungerechtigkeit. It places the lotion in the basket. I wanna see my mommy. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Kids. Eine rohe, unverblümte Erkundung der New York City Jugendkultur der 90er Jahre. I was just trying to be nice. He's got that huge stain on him. Jesus, it must have been something I ate. Ruben, follow me. Wish me luck. Good luck. Die Mächte des Wahnsinns. John Carpenters übernatürlicher Horrorfilm wird dich an deiner Realität zweifeln lassen. This is a rotten way to end it. This is not the ending. You haven't read it yet. Event Horizon. Sam Neill hat in den 90ern wirklich gar keine Pause. What do you want me to say? You said the ship's drive creates a gateway. Yeah. To what? I don't know. Where did it go? Kap der Angst. Robert De Niros Ex-Knacki terrorisiert einen Anwalt und seine Familie in Martin Scorseses packendem Film. 14 years since I held a set of keys. Well, you look good, healthy. Thank you, because it's a struggle to stay healthy in the jungle. Well, you wouldn't know about that, would you? You're me, they stick you with the white trash, and they don't strike a lick of work all day. Back. Mann beißt Hund. Stell dir vor, Best in Show Filmemacher Christopher Guest führt Regie bei American Psycho. Hä? Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Audition. Menschen, die Sicherheit zu geben, ist nur ein ordentliches Training. Sicherheit ist nicht. Der japanische Multihyphenautor Takashi Miike spielt mit den Erwartungen seines Publikums wie mit einer Harfe in diesem scheinbar unbeschwerten romantischen Drama. Der kürzlich verwitwete Shigeharu verliebt sich in Asami, nachdem ein befreundeter Filmproduzent eine Reihe von Castings organisiert hat, bei denen junge Frauen um seine Aufmerksamkeit buhlen. Als sie verschwindet, taucht er so tief ab, dass das selbst Hannibal Lecter das Blut in den Adern gefrieren ließe. Verdreht und noch verdrehter kann man sagen, denn Audition ist eine Reise in die Dunkelheit, die garantiert auch den härtesten Filmliebhabern den Magen umdrehen wird. Asami-san to Kochida to no aida de nani ka attan deshou ka? Watashi wa tada kanojo no ibasho wa shiritai dake nan desu. Haben wir einen verrückten Film aus den 90ern ausgelassen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. But I throw marbles in her stomach, my mom's stomach, and when I would hit the navel, she'd give me $5. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.